Er hat doch gleich geschossen, das Arschloch. Da war einer? Echt? Ja, aber ich glaube, der schießt nicht auf mich. Das würdest du eigentlich mitkriegen, wenn du auf dich schießt. Vielleicht hat er irgendwie Zombie-Probleme oder so. Könnte durchaus sein. Aber ich meine, die Chance könntest du ja nutzen, ne? Ja, jetzt sehe ich ihn nur gerade nicht mehr. Okay. Will dich jetzt hier nicht zum Banditen erziehen, ne? Aber das ist, weißt du. Nö, schon klar. Kann doch sein, dass der mich gleich abschießt. Ja, sei bereit. Oh ja. Was hast du jetzt für Waffen gerade? Meine Mosin mit dem Rifle, mit dem Scope dran, meine ich, und die Magnum. Na gut, dann musst du dich ja wahrscheinlich eher ein bisschen in der Ferne halten. Erfolgreich sein willst. Oder sehr gut zielen mit der Magnum. Ich habe gerade daneben geschossen. Ach. Ja. Schade. Hab ich daneben geschossen. Achso, ich dachte, jetzt also, du bist tot oder was? Nee, ich bin noch konzentriert gerade. Also irgendwie kriegt er sich ja auch nicht mehr so richtig ein. Ich habe schon voreilig geschossen, muss ich sagen. Ah. Ja, ich diese hier so rum durch Stari. So viel los. Ich hoffe, hier kommt keiner. Ich habe nämlich keine Munition für meine. Oh, what the fuck, da ist er ja. Bomse. Oh, echt? Und da war er. Was? Hab ihn getroffen. Du bist oder du hast ihn? Ich hab ihn. Gut. Glückwunsch. Ist er tot? Ja. One shot. Erster Kill? Ja. Bravo. Jetzt schön sneaky bleiben und nicht gleich hinlaufen. Vielleicht war unser Freund ja nicht alleine. Das, davon ist sogar auszugehen, ja. Glückwunsch, auf jeden Fall nochmal draufschießen, würde ich sagen. Henry ist ja doch noch da. Ja, moin. Nee, der liegt da am Boden. Mümmelt der da Chips. Ja, deswegen mute ich mich jetzt auch wieder. Puh, ich zitter ein bisschen. Oh, what the fuck, ist da gerade noch einer lang gelaufen oder habe ich mir das auch eingebildet? Ja, das ist, manchmal sind die Texturen der Bäume aber auch echt lame, muss ich sagen. Ja. Das stimmt. User left your channel. Tja. Das da sieht auch fast so aus, als ob da einer sitzt, aber... Auch nur fast. Du bist ja gern, wo du bist, ne? Damit man jetzt irgendwie mal... Ich bin in, Gulgo. Gulgo-wo? Gulgo-wat? Gulgo-wo, okay. Ja, in Stari gibt's leider nichts für mich zu holen. Bräuchte echt mal... Oh, da saß du mal ganz gechillt hier auf der Parkbank, der Kerl. Was? Ja, quasi. Ja. Ne Mosin hatte der. Mit dem Long-Range-Scope, alles klar, meins. Ist der noch heile? Geht so. Wenn das badly damaged ist, dann... Oh nee, dann kannst du es nicht gebrauchen. Guck ist mal da durch, dann wirst du es sehen. Ja, lieber nicht. Ich will den schnell ausnehmen und dann weg hier. Ausnehmen, geil. Ja, warum hat er alle Dosen aufgemacht, der Spasti? Abwechslungsreich, ja.
Okay, alles klar, ein First Aid Kit. Kann ich hier reingucken? Ja, ruined. Ja, alles klar, der hat ja nur Scheiße dabei, aber immer eine Feuerwerkst. Soll ich den Kompass mitnehmen? Gerne. Dann, dann. Oh, Zombie. Ein Tactical Helm. Plus Tün. Schade, dass der nur Mist dabei hat. Nur Mist? Hm. Bisschen Muni. Bisschen mehr Muni. Eine Handfeuerwaffe. Ich halt denke von wegen, ja, alles klar, brauche ich irgendwie nicht. Ich habe mal meine Magnum. Nicht mal Magnum Muni. Handschellenschlüssel hat er. Fuck. Ui. Das war knapp. Sag mal, wie viel Munition hast du noch für die Mosin? Genug. Dann kannst du mir was abgeben. Hat er auch noch welche? Ja, ich bin. Ja. Ich warte noch. Wo denn? Du findest es? In Stari? Also, ich kann da jetzt hinlaufen. Das wäre gut, weil dann können wir uns zumindest mal treffen und gucken, was wir so. Wegen meiner kleinen Unpässlichkeit hier unternehmen können. Ich habe auch ein First Aid Kit mitgenommen von ihm. Ja, das habe ich auch, bloß da ist nichts zum Desinfizieren drin, leider. Oh, ich blute schon wieder. Scheiße. Wie machst du das andauernd? Ja, ich habe halt keine Waffe und ich habe eine scheiß Axt irgendwie da. Ah, okay. Ich habe mir von halt ihm die Feuerwehraxt im Pristine geklaut. Die ist natürlich um einiges geiler. Fällt gerade auf, ich habe überhaupt nicht auf seine Klamotten geguckt, das war dumm. Ja, die waren bestimmt kaputt. Oh, ist jetzt auch egal. Wenn du ihm da so eine übergebraten hast, dass sein Scope kaputt ist und alles, dann sind die Klamotten bestimmt auch nicht mehr so gut. Ist halt die Frage, ob ich das war. Höchstwahrscheinlich. Der wird ja nicht mit einem kaputten Fernrohr die ganze Zeit rumgelaufen sein. Oh, das kann schon sein. Außer er ist ziemlich neu. Kann doch sein, dass ich seine Waffe getroffen habe. Ja, genau. Kann alles sein. Das ist ja das Coole irgendwie. Ja. Weiß ja nie so richtig, was passiert. Aber wenigstens ein One-Shot und ich zitter immer noch ein bisschen. Ja, ich weiß. Alter. Mir geht immer so die Pumpe, wenn da sowas passiert, ne? Ja, ja, vor allem sitze ich da ewig am Baum und warte. Und ja. Ich, obwohl ich geschossen habe, stellte sich halt so auf offenes Feld. Bin ich ein bisschen überrascht. Und guckt halt auf diese Bank runter irgendwie. Weiß nicht, ob er den Schuss nicht richtig mitbekommen hat oder ob er sich gedacht hat, ja, der ist jetzt weg. Hätte ich mehr Platz, hätte ich dir natürlich einen Tactical Helm mitnehmen können. Ja, ist nicht ganz so wichtig. Aber, wieso ist mein Helm denn kaputt jetzt auf einmal? Nur wegen dem Zombie-Kram hier. Krass, blutverschmiert und komplett kaputt. Na, übel. Allerdings. Wie das so ist, wenn man sich dann trifft, dann stirbt immer einer. Ja, leider. Eigentlich ist das so. Ganz am Anfang, als die Mod rauskam und auch als die Standalone jetzt rauskam, da gab es immer so einen kleinen Moment immer, wo keiner so richtig wusste, wie das funktioniert und alle hatten irgendwie ein bisschen Schiss und dann hat man sich irgendwie geholfen oder man hat sich irgendwie arrangiert zumindest. Ja. Aber sobald irgendwie klar wird, wie das Spiel funktioniert, einfach alles immer nur noch Kill on Sight, also direkt. Weil ganz selten, dass du jemanden triffst, der tatsächlich mit dir spricht und dann auch noch ehrlich zu dir ist. Also das ist eigentlich echt so ein Jackpot dann. Ja, versteh schon. So, da bin ich wieder. Schade, aber andererseits auch, na, halt auch so ein bisschen der Reiz von dem Spiel. Ja, klar. Das Krasse ist halt ja, dass man garantiert früher oder später auch so wird. Ja. Also so sehr man drüber meckert und so. Ja, ja, leider. Also, ja. Das ist eigentlich irgendwie ein recht interessantes soziales Experiment, das ganze Spiel. So. Ja, aber man ärgert sich halt die ganze Zeit darüber. Ne? Und dann denkt man sich so von wegen, ach ihr Arschgeigen, ihr killt mich ja sowieso wieder und dann gehst du aber doof da. Ja. Ja, du hast halt keine Wahl. Und das ist halt echt, also... Man weiß halt nie so richtig, wie man sich tatsächlich verhalten würde in so einer Situation. Also, ja, wobei das halt irgendwie aufs, ja? Das Thema ist halt total dumm, weil es ist immer so, dass sich die Menschen sich gegenseitig anzicken und wenn sie mal endlich miteinander spielen würden, beziehungsweise arbeiten würden,
Ja. Dann würde das alles auch, also zumindest wenn ich gehe jetzt mal so von The Walking Dead beispielsweise aus oder sonst was, ne? Mhm. Dann wären die Leute bestimmt länger am Leben. Wahrscheinlich. Aber es wird immer Interessenkonflikte geben zwischen Menschen und hier ist das halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil es eigentlich kaum Möglichkeiten gibt, keine Ahnung, sich lange zusammenzuraufen oder Lager zu bauen, also zumindest noch nicht. Ja. Aber bei diversen anderen DayZ-Mods, also von ne, Mods von der Mod sozusagen, da gab es das ja, da konnte man tatsächlich, da gab es auch, wie heißt das, Ceasefire Zones, also Gebiete, wo Waffenstillstand herrscht. Ja, okay. Regel. Und wenn du trotzdem schießt, dann wirst du halt gebannt oder gekickt zumindest. Ja. Und da gab es Lager, da gab es Händler, da gab es alles Mögliche. Und das war schon ganz schön interessant. Also ich habe das nie viel gemacht, weil halt immer eher allein unterwegs war so oder mit Hendrik, aber krass, da kann man sich so richtig kleine so soziale Strukturen aufbauen. Ja, aber interessant ist ja auch dieser Rollenspielfaktor hierbei, oder? Ja, klar, logisch. So, ich sehe auf jeden Fall den Ballon. Das ist gut. Da schaue ich gerade genau drauf zu. Das ist auch gut. Treffen wir uns da irgendwo, Ballon näher? Ja, ich bin gleich beim Ballon. Ja, ich muss mal einen Schluck trinken. Und was essen auch noch. Ist mir komisch, ne? Wenn man einmal einen Schluck trinkt oder was isst, dann ist der Hunger immer sofort weg, taucht dann aber schnell wieder auf. Ja, auf jeden Fall. Also verstehe ich halt nicht, warum, warum das so ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss auf Vorrat essen und trinken. Also sozusagen mehr, als man eigentlich sieht. Ja, wahrscheinlich ist dem so. Das stimmt schon. Aber, gut. Huch. Hendrik versucht noch einen Anlauf. Okay. Kann ja sein. Nein, wieso? Muss nur seine Chips erst aufknuspern. Ich bin jetzt bald hinter der roten Halle, also der großen rostigen Halle. Da bin ich auch gerade. Ich bin der Typ mit der Axt und mit dem orangenen Dings hier, Regenjacke. Komm jetzt gleich von dir aus links über an der Seite lang. Jo. Da sehe ich dich. Nee? Doch? Nee, sehe ich dich nicht. Ich stehe einfach dumm rum. Ich sehe dich auch noch nicht. Hä? Meinen wir das gleiche links? Keine Ahnung. Ja, alles klar, hab dich. Was? Ach da. Oh, meine Güte, hat ja nur 2 Stunden gedauert. Ja, wie das immer so ist. Dann lass uns eben irgendwo reingehen und dann gucken wir mal, was wir dir Gutes tun können. Ja. Moin. Moin. Puh, endlich mal. Okay. Also. Ach, eine Mosin hast du auch schon. Ja, genau. Wenn du mir mal dein Desinfektionszeug auf den Boden legen könntest. Jo, kein Problem. Und ein bisschen Muni vielleicht. Hier kriegst du ein Paket ab. Schick der Revolver. Ja, das ist echt cool. Warten. Nutze ich die Gelegenheit mal eben und drehe mir, glaube ich, mal eben eine Kippe. Ich glaube, wir sind hier relativ sicher. Sehr sollte relativ, gehen. Aber ja. Boah. Bohren das Zeug endlich. Immer noch nicht da? Nee. Irgendwann. Vielleicht muss ich weggehen oder so. Ich habe da gerade irgendwas gesehen. Ja, das liegt hier auf dem Boden. Das siehst du nur nicht. Musst dein Inventar mal öffnen. Oh, du hast recht. Was ich bei der Mod übrigens ganz cool finde, ist diese Blutanzeige und die Essensanzeigen und so. Damit kann man irgendwie besser arbeiten. Ja, noch ist das, glaube ich, auch das bessere System. Aber wenn die das so ausbauen, wie sich das erhoffen, dann wird das hier, glaube ich, auch ganz okay, sagen wir mal. Also ich glaube, ich fand es auch besser mit einer richtigen Anzeige. Also kann, du
Wie willst du es dann simulieren? Das ist so ja, sehr auf Realismus getrimmt dann, dass es schon fast wehtut, finde ich. Also als nächstes schließt du dir irgendwelche Sensoren an den Körper, damit du merkst, dass du Hunger hast. Echt? Aber echt. Was denn hier? Wassertabletten, Bandage. Kombinier das mal. Spray Disinfectant Spray on Bandage. Gucken, ob das irgendwas bringt. Also ich weiß, dass man sich damit halt die Wunden, also zumindest blutende Wunden sauber machen kann. Ja, ich habe jetzt irgendwie, Gucken. Todkrank. Wieso? Was macht der denn da? Hat das jetzt nicht getrunken, oder? Nee. Nee, ich habe vorhin die Gluckergeräusche gemacht. Ist okay. So, ja. Yeah. Bandagier mich jetzt. Meinst du, ich kann hier mal kurz eine Pause machen? Ganz schnell? Ja, mach. Gut, klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Moment.